In diesem Video möchte ich einmal darauf eingehen, was ändert sich 2022 durch den neuen Koalitionsvertrag für Selbstständige in Bezug auf die Altersvorsorge. Und eine ganz, ganz dringende Handlungsempfehlung an der Stelle, was du jetzt unbedingt machen solltest. Einmal an die passende Stelle direkt gesprungen, damit wir direkt an der richtigen Stelle sind. Also Absicherung für Selbstständige, was wird jetzt kommen 2022? Es ist schon sehr, sehr lange in der Diskussion gewesen. Jetzt wird es auf jeden Fall umgesetzt. Und zwar ist das die Absicherungspflicht für die Altersvorsorge. Das heißt, Selbstständige sind dann in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, sofern sie nicht, und das ist total wichtig an der Stelle, ich markiere es mal anders, sofern sie nicht im Rahmen eines einfachen, unbürokratischen Opt-outs ein privates Vorsorgeprodukt wählen. So, was ist damit jetzt gemeint? Du kannst dir folgendermaßen vorstellen, und zwar ist das Altersvorsorgemodell in Deutschland auf einem Drei-Säulen-Modell aufgebaut. Ich sage dazu auch drei Schichten, beziehungsweise ich male gerne Häuser dafür, weil das dann immer sehr plakativ und einfach ist. Und ich spreche jetzt hier einfach mal vom Haus der Altersvorsorge. So, das Haus der Altersvorsorge an der Stelle hat, wie gerade schon gesagt, nicht drei Schichten, sondern jetzt einfach in dem Fall mal drei Stockwerke. Das heißt Stockwerk Nummer 1, 2 und 3. Wir haben jetzt im ersten Stockwerk die gesetzliche Rentenversicherung und die sogenannte Basisvorsorge. Basis oder Rürup, vielleicht hast du das Ganze schon mal gehört. Und dass jetzt genau so ein Produkt kommt, ist sehr wahrscheinlich. Genau, dann haben wir in der zweiten Schicht, nur der Vollständigkeit halber, einmal das Thema BAV und Riester. Und in der dritten Schicht die flexible private Vorsorge. Weil diese Schichten schon genauso vom Staat definiert worden sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass genau eben so ein Produkt gemeint ist, was man alternativ machen kann. So, was ist jetzt im Jahr 2021, also für den Dezember, für dich als Selbstständiger oder für dich als zukünftiger Selbstständiger noch extrem wichtig? Und zwar ist es das Thema Konditionen sichern. Was heißt das? Es gibt für diese Produkte einen sogenannten Rechnungsgarantiezins. Dieser liegt 2021 noch bei 0,9%. Und der wird im nächsten Jahr auf 0,25% gesenkt. Das steht schon fest, das steht schon fest seit Mai. Das wirkt sich übrigens auch auf diese ganzen anderen Produkte hier oben aus, aber natürlich auch hier. Das heißt, wenn du jetzt Selbstständiger bist, Selbstständiger werden möchtest und dir hier noch viel, viel bessere Verträge sichern möchtest, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, dann musst du dieses Jahr noch aktiv werden und dir diese Konditionen sichern. Wie du das machst, erklären wir noch in anderen Videos. Ansonsten, wenn es ganz schnell gehen muss, und das muss jetzt eigentlich schnell gehen, wende dich gerne an uns. Wir packen hier unten einen Link rein. Darfst dich gerne zu melden. Ansonsten recherchiere das gerne. Basis Rürup-Vorsorge für Selbstständige wird total clever sein, das dieses Jahr noch zu machen.